Im Schlosspark in Triberswinkel sammelten sich Cowboys und Indianer. Es handelte sich um ein Kinderfest mit Trommelkurs, Traumfängerbasteln oder Bogenschießen. Das Lagerfeuer und die Übernachtung im Zelt machten das Abenteuer perfekt. Cowboy- und Indianerfest, wie kommt es zu dieser Idee? Diese Idee hatte ich letztes Jahr, fast zur gleichen Zeit, weil ich mir einfach gedacht habe, Cowboy und Indianer fasziniert die Kinder. Es ist einfach ein immerwährendes Thema und wenn man es sieht, wenn man diese wunderbaren Stationen und alles, was wir da aufgebaut haben, sich ansieht, dann weiß man, wie viel Spaß Cowboy und Indianerspiel macht. Aber das Ganze, was sie dann sehen, ist unter der Regie praktisch von der Laura entstanden, die das wirklich grandios hier veranstaltet hat und ausgestattet. Was können die Kinder alles erleben? Also 17 Stationen gibt es. Es war uns einfach wichtig, dass es nicht dieses absolute, es wird nur zur Verfügung gestellt und die Kinder werden einfach nur bespaßt, sondern es ist auch wirklich der Drang dazu, dass sie es selber machen müssen. Und das heißt von Traumfänger basteln über Beutel basteln, Kraftarmbänder, auch Feuerworkshop, das heißt, wie entzünde ich ein Feuer selber, hat einfach mit, ja, was, wie lerne ich es? Wie mache ich es selber? Und das war uns eigentlich in der ganzen Stationenfindung sehr wichtig. Also Spiel und Spaß mit Lerneffekt. Ganz genau, Spiel und Spaß. Also wir wollten einfach nicht die Kinder belustigen, sondern ihre Kreativität fördern und selbst etwas tun lassen. Und wichtig ist mir auch als zuständige Stadträtin der Stadt Dreiskirchen, dass diese ganzen Spielstationen gratis sind. Bei uns ist kein Eintritt, es sind auch alle Spielstationen gratis. Das Einzige, wir haben einen ganz kleinen Unkostenbeitrag, wir machen eine tolle Abenteuerjause. Wir haben die Möglichkeit hier zu übernachten, also wir übernachten sogar selber hier. Auch viele Eltern mit ihren Kindern haben dieses Angebot genutzt und haben schon die Zelte hinten aufgebaut und auch morgen gibt es ein Frühstück für alle. Was hat dir am besten gefallen? Das Trommeln. Warum gerade das? Weil ich habe das schon öfters gemacht beim Zimt, zweimal bei meinem Geburtstag. Wir sind vorher erst angekommen und bisher hat mir das Foto und das Anmalen am besten gefallen. Wie vertragen sich die Pfadfinder mit Cowboys und Indianern? Ja, wir sind eigentlich auch immer viel in der freien Natur. Ja, wir haben viel mit Feuer, mit Holz und so zu tun. Wenn wir auf Lager fahren, dann bauen wir uns unsere Tische selber. Unsere Großen kochen auf offenem Feuer. Also das hat, denke ich mal, auch mit Cowboy und Indianer auch viel zu tun. Ja. Und jetzt habt ihr aber auch einen Parcours gestaltet. Was können die Kinder da alles erleben? Ja, wir haben mehrere Seilbrücken und diverse Hindernisse, wo man durchklettern muss, ohne die Seile zu berühren. Und Geschicklichkeit ist wirklich wichtig und ich glaube, den Kindern gefällt es sehr. So viele Kinder rennen herum, also es ist Freude, es ist Trommeln, es sind Musik, es sind Line-Dancer. Also ich glaube, es ist ein kunterbuntes Fegefeuer mit unserem tollen Lagerfeuer, was man halt auch sagen muss, was jetzt noch am Abend kommt.